Ist dein Leben eher ernst oder willst du mehr Leichtigkeit haben? Das ist das Thema des heutigen Videos. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Glücksexpertin mit dem Spezialgebiet Leichtigkeit. Mein Name ist Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Heute möchte ich mit dir sprechen über Ernst oder Leichtigkeit. Ich war jetzt am Samstag auf einer spirituellen Messe. Da war ich den ganzen Tag, von morgens bis abends. Es war ziemlich heftig. Also ich wusste gar nicht, wie anstrengend so ein Tag als Aussteller auf der Messe ist. Also ich habe Respekt und ziehe den Hut vor allen, die das ganz, ganz regelmäßig machen. Vielleicht haben sie sich schon dran gewöhnt, das kann ja auch sein. Aber ich habe gemerkt, wie ernst dieser Tag für mich war, weil es so anstrengend war. Und ich habe dann gedacht, Mensch, das ist gar nicht mein Thema. Mein Thema sollte doch Leichtigkeit sein. Und ich habe dann mit einer Dame gesprochen. Das war eine Angestellte, könnte man so sagen, von dieser Messe. Und sie hat mir gesagt, Mensch, jetzt lerne ich dich endlich mal echt kennen. Ich sehe dich immer nur in den Videos, auf Facebook, auf Insta, auf YouTube, wo auch immer. Und du kommst gar nicht so rüber, wie du wirklich bist. Ich habe mir gedacht, wie bitte? Ich komme nicht so rüber, wie ich wirklich bin. Also ich bin in echt viel lustiger und viel mehr spaßhabend und viel offener und lache immer und bin fröhlich und gut drauf und so weiter. Da habe ich mir gedacht, das ist aber total blöd, dass ich in den Videos anders rüberkomme, als ich in echt bin. Das will ich ja gar nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt mal ein Video, wo es genau um das Thema geht. Nimm dein Leben nicht so ernst. Ich kenne ganz, ganz viele Menschen und bei mir war es natürlich auch so, als ich jünger war. Ich habe alles so ernst genommen, alles war so schlimm. Wenn jemand was zu mir gesagt hat, bin ich gleich umgefallen innerlich. Oder wenn irgendwas passiert ist, war ich gleich total durcheinander. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich mich nicht geschämt. Diesen Fehler hatte ich noch nie, also diese Schwäche hatte ich noch nie, Gott sei Dank. Aber ich kenne natürlich ganz, ganz viele Menschen, die jeglichen Fehler unbedingt vermeiden möchten. Und ich sage immer, aber einen Fehler vermeiden, das ist ja alles so schwer, das ist ja so ernst und du musst immer so überlegen, du musst alles planen, du musst alles unter Kontrolle haben, du musst jeden Schritt planen, du musst jede Minute geplant haben, damit ja kein Fehler dir unterläuft. Aber wisst ihr, was ein Fehler für mich ist? Also wenn ich einen sogenannten Fehler mache, wenn ich irgendwas mache, was nicht passt, was nicht zu dem Ziel geführt hat, wo ich hin wollte, dann sage ich, aha, okay, hat nichts gefolgt, hat nichts gebracht, hat nicht geholfen, dann mache ich es anders. Dann versuche ich es anders. Also ein Fehler ist für mich einfach nur ein Versuch. Und vielleicht möchtest du das auch mal so machen. Vielleicht möchtest du einfach sagen, egal was ich tue, ich mache keine Fehler. Egal was mir im Leben passiert, es muss nicht ernst sein. Es muss nicht so schwer sein. Es kann alles leicht sein. Und dann nochmal zurückzukommen auf diese Dame, die mir gesagt hat, du kommst ganz anders rüber in echt. Da war ich echt entsetzt. Ich habe gesagt, wie bitte? Das ist doch nicht möglich. Ja gut, dann ist mir eingefallen, ich bespreche ja immer schlimme Themen, ich bespreche ja immer die Probleme, die ihr haben könnt und wie ihr sie auflösen könnt. Vielleicht bin ich dann viel zu ernst. Das möchte ich aber gar nicht. Ich möchte einfach, dass du dein Leben selbst in die Hand nimmst. Dass du alles, was da kommt, mit Freude in dein Leben hereinlässt. Egal, ob es dir gefällt oder nicht. Denn wenn es dir nicht gefällt, dann versuche es zu ändern. Wenn du es nicht ändern kannst, dann ist es sowieso fest.
dann kannst du sowieso nichts tun. Warum solltest du dich dann aufregen? Warum solltest du es dir schwer machen, wenn es auch leicht gehen könnte? Denn wenn du alles leichter nimmst, und es geht jetzt nicht darauf hin, oder ich will jetzt nicht sagen, dass du einfach die schlimmen Dinge auf der Welt wegschieben sollst. Das sollst du nicht tun. Also du sollst schon wissen, dass es das gibt. Aber du sollst dich nicht unnötig zu viel damit beschäftigen, damit es dich nicht in diesen Strudel zieht, in diesen Schwerstrudel. Du willst ja in der Leichtigkeit bleiben. Also halte dich von diesen schweren Themen so gut es geht weg. Also alles, was du nicht ändern kannst. Ja? Halte dich davon entfernt, so gut es geht. Und bleib in der Leichtigkeit. Im Außen hast du dann Leichtigkeit. Und in dir innen musst du es einfach nur verändern, dass du sagst, ich nehme jetzt nichts mehr schwer. Egal, was jemand zu mir sagt, und darüber habe ich ja schon ein Video gemacht, das hast du vielleicht schon gesehen. Egal, was jemand zu mir sagt, es stimmt oder stimmt vielleicht nicht. Es ist total egal. Es hat nichts mit mir persönlich zu tun, mit meinem Wert. Denn dein Wert wurde nicht von dir festgelegt. Und das ist so ein toller Satz. Den habe ich das erste Mal gelesen, habe ich nochmal gelesen. Hä? Dein Wert wurde nicht von dir festgelegt? Von wem dann? Dein Wert stand schon fest, als du hier auf diese Erde gekommen bist. Und ich rede von der Zeugung. Da bist du nämlich schon gekommen. Ich sage heute lauter lustige Sachen. Also nicht gekommen vom Geburtskanal heraus, sondern wirklich, als du gezeugt wurdest. Da stand dein Wert schon fest. Was sagst du dazu? Wenn dein Wert schon feststand, also wenn du so viel wert bist, wie kannst du dann glauben, dass das Leben schwer sein muss? Wie kannst du dann glauben, dass dir irgendjemand was tun kann? Wie kannst du dann glauben, dass irgendjemand recht hat mit dem, was er zu dir sagt? Dass es dir schwerfällt, das zu glauben, dass du dann hinabsinkst, zum Beispiel in Traurigkeit, dass du dich schämst, dass du Schuldgefühle hast? Musst du nicht. Du bist besonders wertvoll. Genauso wie jeder Mensch hier auf dieser Erde. Ich weiß, das willst du auch nicht hören. Aber es ist so. Jede Seele hier auf dieser Welt hat den gleichen Wert. Ist so wertvoll. Also das bist du auch. Und wenn du mehr Leichtigkeit möchtest, dann nimm nichts mehr ernst. Das hört sich blöd an, aber es ist so. Nimm nichts mehr für voll. Nimm nur das an, was dir gut tut. Das heißt nicht, du sollst auf Wolke 7 schweben und sonst nirgends mehr im Lebensgeschehen nicht dabei sein. Nimm dich selbst nicht mehr so ernst. Hab Spaß. Hab Freude. Nimm alles, was es gibt und verwandle es in Leichtigkeit. Möchtest du das? Dann tu es. Wenn du dich schwer tust, melde dich bei mir. Wir machen sofort ein Coaching, damit das anders wird. Aber ansonsten, tu es einfach. Tu es einfach. Es ist so viel schöner, das Leben, wenn du das endlich anfängst zu tun. Wenn dir das Video gefallen hat, schick mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal auf YouTube zum Beispiel. Und schreib mir einen Kommentar drunter, was du davon hältst, ob du meiner Meinung bist, ob du dich selber schon mal nicht so ernst genommen hast. Wenn ich vielleicht muss ich noch ein Beispiel sagen. Wenn ich einen Fehler mache, dann lache ich laut über mich selbst, jeden Tag. Ich mache jeden Tag einen Fehler, wo ich sage, Gottes Willen. Letztes Mal zum Beispiel, ich war in der Stadt, ich sage dir ein Beispiel. Und ich wollte meiner Tochter, die gerade den Führerschein bestanden hat, wollte ich zeigen, wie man mit einer Gangschaltung, mit einer Handbremse anfährt, bergauf. An der Ampel. An der roten Ampel. Als es grün wurde, wollte ich es zeigen, wie es geht. Ich habe mir alles hergerichtet, ich habe mir alles vorbereitet. Und ich wollte dann Gas geben und ich hatte den ersten Gang nicht drinnen, sondern ich war im Leerlauf. Das heißt, es gab so ein lautes Geräusch, rum, aber ich fuhr nicht weg. Meine Tochter hat mich so angeschaut, ich habe sie so angeschaut, ups. Ich habe 5 Minuten später noch gelacht über mich selber, weil es so lustig war, weil ich das zeigen wollte, wie es eigentlich geht, wie gut es ist, wie gut ich das kann. Und es funktionierte nicht.
Also mach einfach Spaß aus deinen Fehlern. Weil es war lustig. Lach über dich selber. Das ist das Beste, was du machen kannst. Es ist einfach das Beste, was du machen kannst. Es ist so. Es ist so. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Kommentiere, like, abonniere mich. Teile das Video mit deinen Freunden, wenn du möchtest. Und wenn du glaubst, die haben viel zu viel Ernstigkeit und die brauchen mehr Leichtigkeit und mehr Spaß, dann teile es mit deinen Freunden. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video, bei der nächsten Podcast-Folge. Und dann kann ich nur noch eins sagen. Du kennst den Satz schon. Let's spread the love. Deine Christina mit Leichtigkeit. Love, love, love. I am pure love.